Vielen Dank. Dieses Hotel Michelberger, manche werden es kennen, ist ein Ort, an dem ich ein paar Jahre auch mein Büro hatte. Und es ist ein Ort, der sich immer verändert. Und diesen Raum kannte ich gar nicht. Und man geht immer in irgendeinen weiteren Winkel und irgendwas Schönes und Überraschendes findet dort statt. Und so ähnlich ist das auch mit Dietrich Brüggemann. Man denkt immer, man kennt ihn. Wir kennen uns lange und sind gut befreundet. Und immer wenn ich ihn treffe, gibt es aber wieder irgendwas Neues zu entdecken. Und das ist immer eine große Freude. Mein Name ist Heike Melber-Fendel. Ich halte das hier heute Abend ein bisschen zusammen. Was vielleicht nicht ganz einfach ist bei einer Geschichte, in der alles auseinanderfliegt. Aber wir schauen mal, wie das gehen wird. Dietrich Brüggemann, also jetzt wird hier nicht lange Wikipedia bemüht. Und ein paar Dinge, die er gemacht hat, sind viele Filme, viele davon preisgekrönt, nahezu alle auf der Berlinale aufgeführt. Er hat sich so durch die verschiedenen Sektionen da gesneakt, in der Perspektive deutsches Kino, erst einen Film, dann der nächste Film als Eröffnungsfilm. Wir reden über Rennen, wenn du kannst, wir reden über Dreizimmer, Küche, Bad und dann mit Kreuzweg im Wettbewerb der Berlinale und da dann als Autor gemeinsam mit Anna Brüggemann, die heute auch hier ist, wie auch Lore und Charlotte Brüggemann, denn Dietrich ist nicht nur ein großer Freund, sondern auch ein großer Familienmensch und dafür dann den Silbernen Bären auch bekommen. Und womit natürlich mit Recht. Tatorte, aber sehr ungewöhnliche Tatorte in Frankfurt mit Ulrich Tukom, das Murmeltier, Stau in Stuttgart und das ist unser Haus auch in Stuttgart. Immer große Erfolge, immer gut, immer unterhaltsam und immer aber auch sehr Dietrich. Und Dietrich baut Welten und jetzt hat er hier aus seiner Welt ein Buch gemacht und das ist ein fantastisches Buch, das Sie mit großer Freude lesen werden können. 480 Seiten, die im Flug vergehen und trotz eines möglicherweise dystopischen Settings ein ganz und gar nicht freudloses Buch. Dietrich, ich habe jetzt von dir geredet, jetzt werden wir ein wenig miteinander reden, weil ich habe noch eine Sache vergessen, Theodor Shitstorm, auch wichtig, eine Band, auch das auch das ein freudvolles Unterfangen, in dem der Multikünstler, nenne ich dich jetzt mal, Dietrich, auch multiaktiv ist. Also herzlich willkommen, Dietrich Brüggemann. Das wird der Abend der nicht dummen Fragen und der schon gar nicht dummen Antworten. Und so wie Schauspieler immer die Frage hassen, also wenn sie Theater und Film machen und dann immer gefragt werden, was machen sie denn lieber, Theater oder Film? Deswegen werde ich nicht sagen, was machst du denn lieber, Filme oder Bücher schreiben. Mir geht es um was anderes, was ich schon gerade versucht habe anzudeuten, dass es eine Dietrich-Welt gibt, die sich durch verschiedene Formate dekliniert. Und deswegen wäre meine Frage, das Format Buchbuch, also nicht Drehbuch, sondern Buchbuch. Manche werden sich noch an den Sat.1 Filmfilm erinnern, der Tautologie, hallo. Aber warum erst jetzt, ist eigentlich die Frage. Am liebsten Theater. Ich bin jetzt erst dazu gekommen. Ich weiß nicht, ich wollte schon immer sehr gerne auch einen Roman schreiben. Es ist halt so, dass Filme machen auch einfach irre viel Arbeit ist. Vor allem, wenn man für jeden Film, den man gemacht hat, irgendwie eine Leiche im Keller hat und einen Film, den man gerne machen würde, oder aus irgendeinem Grund nichts geworden ist. Die müssen ja auch alle, also auch alles, was man dann nicht macht, muss man ja irgendwie schreiben, planen, konzipieren. Hinzu kommt, dass ich eigentlich eher faul bin und gern auch Feierabend habe und mit Leuten irgendwie eine schöne Zeit mit einer Band rumtouren. Das kostet ja auch alles Zeit. Also irgendwie Karin Graf habe ich 2014 kennengelernt nach Kreuzweg. Es war eine wundervolle Begegnung, dass da
die Literaturagentin, von der jeder in Deutschland schon mal gehört hat, sagt, Dietrich, ich möchte nicht mal einen Roman schreiben. Hallo, auf jeden Fall, ich habe diese Idee, Materialermüdung ist von 2009, ist schon 7 Jahre her. Und dann ging noch mal 7 Jahre ins Land, wo ich Karin Graf so alle 1, 2, 3 Jahre mal getroffen habe und sie, Dietrich, wisst ihr mal, wann schreibst du denn jetzt mal? Ja, ich habe schon fast angefangen. Also jetzt hatte ich endlich mal Zeit. So. Das sind feinere Dünn von Horvath, eigentlich bin ich faul, ich komme nur so selten dazu. Ich glaube, alle faulen Menschen machen einfach deswegen so viel so schnell, weil sie eigentlich dann gar nichts mehr machen wollen, aber dann kommt doch wieder was. Faulheit ist ja auch einfach, jetzt habe ich den Faden verloren. Faulheit ist in der Kunst ist ja gut, also Faulheit ist ja ein Verbündete der Effizienz, der Effektivität und wir Menschen sind ja nicht zum Arbeiten gemacht. Das ist ja unsere Form des Wahnsinns. Also schau dir die Tiere an, die arbeiten auch nur so viel, wie sie müssen. Hunde schlafen 20 Stunden am Tag. Also. Und wenn ich dieselbe Arbeit in 3 Stunden statt 10 machen kann, dann ist doch super, habe ich 7 Stunden für was anderes. Also ja. Was dein Verleger Rainer Weiß von der Edition W, das ist der belletristische Zweig des Westend Verlages, der sagte, und das ist überhaupt kein, und zwar hat nicht den Hauch einer Abwertung, er sagt, der Dietrich schreibt ja so schnell. Das kennt man, glaube ich, von den meisten Autoren nicht. Heißt das, dass es dir leicht fällt? Wenn es schnell geht, fällt es mir leicht. Also ich kenne das auch, dass ich irgendwie rumsitze, mir fällt nichts ein. Dann mache ich halt was anderes. Also, ich kann das jetzt mal hier so optisch hier vorführen. Es war so die Entstehung dieses Buches in 3 Etappen. Das hier, dieser Teil, ist Sommer 2019 auf einer kroatischen Insel, aber immer nur so 90 Minuten am Tag. Der Rest der Zeit war halt so Urlaub, Hängematte, Bücher lesen. Das hier ist so Sommer 20 und 21, immer mal wieder irgendwie. Und dann letzten Herbst bin ich mit meiner damaligen Freundin, die jetzt meine Ex-Freundin ist, weil sie jetzt meine Frau ist, auf eine andere kroatische Insel gefahren und das hier, diesen Teil geschrieben. Also das ging dann recht schnell. Also wenn man weiß, was man will, dann ja, weiß ich nicht, geht es ja auch. Also, und was willst du? Also in dem Moment wollte ich halt dieses Buch bis zu dem Ende bringen, was sich im Titel ja schon ankündigt. Ja. Vielleicht genau an diesem Titel. Ich habe es schon, und das ist irgendwie kein Spoiler, wenn man sagt, worauf es hinausläuft, weil es eben genau darauf hinausläuft. Und das ist auch der Sog, den es entwickelt. Das ist ja auch kein Spoiler zu sagen, dass Titanic irgendwann mal untergegangen ist. Und die Frage ist ja eigentlich, was ist davor passiert? Materialermüdung, magst du was zum Titel, zum Phänomen und dem Synonym noch dafür, zur Obsoleszenz sagen? Ich finde es immer super interessant, wenn unbelebten Gegenständen oder auch Tieren oder Erscheinungsformen der Natur menschliche Eigenschaften zugeschrieben werden. Das ist so toll, dann lebt man in einer beseelten Welt. Also wir neigen dazu, überall Gesichter zu erkennen und Tieren Emotionen zu vollkommen recht. Tiere haben ja auch Emotionen, das ist ja keine klare Trennung. Oder auch wenn das Material ermüdet, finde ich einen hochinteressanten Gedanken. Also, und dieses Wort gibt es ja. Vielleicht faul ist auch. Das ist ein technischer Begriff, der auch genau das beschreibt, was stattfindet. Wenn man eine Büroklammer nimmt oder eine alte Kreditkarte und 20 Mal hin und her biegt, da kann man richtig zuschauen, wenn das Material ermüdet und irgendwie so auseinandergeht. Und die Schnapsidee im Kern war, ich weiß es noch sehr genau, im Sommer 2009 in einem Mazda MX-5, ein kleines Cabrio, ich fuhr mit Vincent Assmann, der Mann, der alle meine Filme schneidet, auf die Hochzeit eines befreundeten Kameramanns. Und wir sprachen, mit Vincent kann man wunderbar über dies und das reden. Man kann also mit Vincent Filme schneiden, ist so schön, weil man dann eigentlich irgendwie kann dann einfach sich die ganze Zeit so abschweifen, was anderes tun. Und bei so Kulturgesprächen mit Vincent, da kam halt in diesem Auto, dass ich meinte, ist dieser Roland Emmerich, Hollywood-Apokalypse-Katastrophen-Kino, ist ja schon faszinierend, deswegen ist ja toll. Aber ich würde gerne mal sowas machen, wo halt nicht so ein 30 Kilometer Riesenraumschiff, Asteroid, Gletscher, sondern was ganz, ganz Kleines. Wie wäre es denn, wenn einfach mal alles zerfällt, so Materialermüdung überall, also diese ansteckende, wie so eine Prionenkrankheit, wo ein Molekül das nächste antippt und die fallen alle auseinander. Und ja, als Film kriegt man das natürlich nicht finanziert, ist klar. Wenn ich versuche. Und so lange lag die Idee halt auch schon rum und die große gesellschaftliche Metapher, die dranhängt. Ja, die hängt ja weiterhin dran. Also, ich wollte gar nicht so in den Vordergrund schieben, das kann ja jeder selber sich daraus ziehen.
Zumal das Buch ja im Herbst 2019 spielt, also bevor vieles von dem losging, was noch sehr viel mehr Ermüdung auf ganz vielen Ebenen mit sich gebracht hat, ist dieser Herbst 2019 auch sowas wie so ein letztes Einatmen oder ein letztes Ausatmen? Ich habe es sehr bewusst in diese Zeit gelegt, weil also die inhaltliche Konzeption ist ja irgendwie, ich habe also mir das im Kern, was es werden soll, dann im Sommer 18 mal ausgedacht. Also ich dachte, jetzt nehme ich das mal ernst. Dann haben wir einen Film namens Nö gedreht und dann im Sommer 19 halt angefangen zu schreiben und dann der ganze Corona-Kram kam ja dann erst. Und dann dachte ich, was ist denn jetzt? Das ist ja auch so eine Art Apokalypse hier, Weltuntergang und neue Normalität und auf einmal ist jetzt alles sehr seltsam. Und dann dachte ich mir, nee, also ich lasse das jetzt nicht in einer Parallelwelt spielen, wo es das nicht gibt und auch nicht mehr komischen Zukunft, die ich noch gar nicht kenne, wo das vielleicht vorbei ist und alles wie vorher. Ich lege das im Sommer 2019 bis Winter und dann ist halt die Welt, dann findet Corona nicht statt, weil die Welt vorher untergegangen ist. Das schien mir das die künstlerisch stringenteste Logik in der Geschichte. Es gibt also, sehen Sie du mir und sehen Sie mir den ganz kurzen kölschen Schlenker einer Kölnerin nahe. Ja, es gibt ein Karnevalslied, das heißt, am 30. Mai ist der Weltuntergang. Und geht dann weiter, wir leben nicht mehr lang, wir nehmen nicht mehr lang und es geht dann weiter, wie alle Karnevalslieder weitergehen, nämlich, dass man ganz viel trinken muss, weil dann geht irgendwie alles. Und da musste ich irgendwie so ein bisschen dran denken, was ich eingangs schon sagte, dass eine Dystopie oder ein apokalyptischer Zustand bei dir eher so in, also es geht in so ein retardierendes Moment des Feierns noch, also du gehst nicht auf. Also da ist was sehr Lustvolles in der Beschreibung dessen, was mich an dieses Karnevalslied erinnert hat. Ja, das ist ja auch in der ganzen Hollywood-Apokalypse, Kino, Sache, die ja dem auch irgendwie zugrunde liegt. Das ist ja auch, macht ja Spaß. Frauen, Dietrich. Vorsicht, es sind welche anwesend. Du hast viele... Ich habe das erwähnt, Drehbücher gemeinsam mit deiner Schwester Anna Brüggemann geschrieben, die auch letztes Jahr ein, wir benutzen hier nur feiernde Adjektive, wenn sie angebracht sind, fantastischen Roman geschrieben hat, Trennungsroman. Und ihr habt jeweils sozusagen ein, unterschiedliche Bücher. Ich frage das deswegen, du hast Anima erwähnt. In nahezu all deinen Filmen und auch in diesem Buch gibt es bedeutsame Frauenfiguren und das, ich nenne es mal der ewige Kampf der Geschlechter. Ich habe auch das Theaterstück vorhin nicht erwähnt, das es auch gibt, aber wie gesagt, wie in diesem Hotel, es gibt immer neue Räume. Es gab auch ein Theaterstück namens Vater, wo es auch und sehr im Speziellen um die Beziehung zum Vater ging, aber auch dort um die Beziehung zu Frauen. Das ist ja nun kein neues Thema in der Literatur, alles andere als das. Aber wie ist es um deine Anima bestellt, beziehungsweise deine weibliche Seite, beziehungsweise wie gehst du mit fehlenden und vorhandenen weiblichen Anteilen um? Es gibt doch komische Fragen, obwohl ich ja gesagt habe, es wird keine geben. Aber du kannst damit umgehen, ich weiß. Ja, das sind gewisse Dinge, die man, glaube ich, im Selbstzeugnis gar nicht so richtig fassen kann, dass man über die Außen- oder Nachwelt. weiß ich nicht. Also ich rezipiere feministische Diskurse seit jeher und wenn sie sich auf die Kunst beziehen, denke ich mir seit jeher, so eh klar. Also es hat ja jetzt noch nichts mit Feminismus zu tun, sondern mit künstlerischer Qualität. Also wenn ich jetzt in einem Film oder einem Buch lauter Frauenfigur habe, die irgendwie nichts zu melden haben und einfach nur so Anhängsel oder Zielobjekt des Helden sind, dann ist das halt einfach kein guter Film. Also ich meine, es kann trotzdem ein guter Film sein, wenn es halt um was anderes geht. Ich brauche halt eine Love Story, aber dann ist es auch ein besserer Film, wenn ich die Flachheit dieser Love Story auch in einem Kommerzquatschfilm mit Love Interest irgendwie hinterfrage, wende oder ironisch spiegle, was halt uns auch das ältere Mainstream-Kino immer schon gemacht hat, auch in den angeblich so fürchterlich schlimmen 50er, 60er, was weiß ich, Jahren. Also ich finde, große Filme auch aus vergangener Zeit, große Bücher, zeichnen sich immer aus durch eine gewisse Modernität, dass man denkt, die Leute sind ja wie wir. Hingegen irgendwie der ganze Quatsch, der nur in seiner eigenen Zeit verhaftet ist, der ist nach 30 Jahren verstorben, nach 50 Jahren höchst seltsam und nach 100 Jahren allenfalls noch von Bibliotheksinteresse. Also das ist ein Fluch der Heutigkeit. Ich glaube, wenn man zu heutig ist, ich weiß nicht, ja, dann ist man, ist einfach schlecht. Also wenn man
umgekehrt, wenn man sehr gut ist, dann ist man, geht man ein bisschen über die eigene Zeit hinaus und dann behandelt man jede Figur, ob fiktional oder echt, eben im besten kantischen Sinne, als Zweck und nicht nur als Mittel. Oder? Was du auch betreibst, um den Begriff aufzunehmen, ist eine Dekonstruktion. Oh. Also du zerlegst einfach immer erstmal alles. Also wann immer man dir etwas hinwirft, eine Erkenntnis, ein Verbot, ein Gebot, umkreist du es, zerlegst es und schaust, unterstelle ich jetzt einfach mal, oder so lese ich dich und so sehe ich deine Filme, um dann aber was Neues zusammenzubauen. Das heißt, du bist nicht jemand, der im Hinterfragen und Entlarven und so stecken bleibt, sondern das wird Teil, also du amalgamierst das zum einen zu einer Bestandsaufnahme eines Irrsinns, aber gleichzeitig hat man bei dir immer den Eindruck, da ist noch mehr als nur was zerstören zu wollen, sondern du willst irgendwie auf der anderen Seite rauskommen. Also was ich ja interessant finde, ist die Beschaffenheit der Narrative und Illusionen, in denen wir uns bewegen als menschliche Gesellschaft. Also Dekonstruktion ist ja ungeheuer in seit einigen Jahrzehnten schon. Das heißt aber nur, es ist ganz oft oder öfter als nicht, es ist eine relativ hohle Geste. Man kann ja alles hinterfragen. Ich kann meinen eigenen Satz hinterfragen, den Stuhl, auf dem ich sitze und den Satz, mit dem ich sage, dass ich auf dem Stuhl sitze, da habe ich aber nichts gewonnen, außer dass ich mich in so eine Hinterfragungspose gestellt habe. Was meinst du denn eigentlich, wenn du sagst, was meinst du denn eigentlich? Wenn du sagst, was meinst du denn eigentlich, wenn du sagst, was meinst du denn eigentlich? Was meine ich denn damit, dass ich sage, was meine ich? Es gab schon mal Monty Python. Also das ist sehr, sehr, sehr leicht, irgendwie alles, was Bedeutung hat und einen Sinn hat, zu hinterfragen. Da habe ich nichts von. Was ich interessant finde, ist, die Dinge, die wir tatsächlich tun, zu unterscheiden von den Geschichten, die wir uns dazu erzählen. Und das ist seit jeher der Handgriff der Komödie, dass Leute sich sonst was erzählen, während sie einfach ihren animalischen Instinkten folgen und unglaublich große Illusionslügengebäude aufbauen, die sie vor sich selbst auch dann teilweise selber glauben. Und das machen wir alle auf eine gewisse Art, weil wir als Spezies sind wir eigentlich so die relevante Einheit der Spezies Mensch, ist ja eigentlich die Gruppe, die Horde, die Familie und nicht das Individuum. Das ist das, in dem wir funktionieren, indem wir uns gegenseitig Geschichten erzählen. Jede Familie ist eine Geschichte. Und alles, was diese Gesellschaft zusammenhängt, diese ganzen sozialen Dynamiken, die sind wirklich evolutionär, um kleine Gesellschaften zusammenzuhalten, im Guten wie im Schlechten. Und gerade in großen, komplexen Gesellschaften können solche Narrative vollkommen durchdrehen. Jede Zeit hat halt ihre Illusionen. Die Kunst, glaube ich, die ist immer auch dafür da, diese Illusionen halt irgendwie, uns das Brett vorm Kopf wegzunehmen und dieses Brett erstmal zu besichtigen. Und das vielleicht zu zersägen und ein anderes Brett draus zu bauen. Also, und eines dieser Bretter, was man vielleicht nicht nur zersägen, sondern auch erbohren muss als ein sehr dickes Brett, ist ja die Familie und der Punkt in der Familiengeschichte, an der man selber ist, weil man selber ja auch die Summe all dessen ist, was sozusagen familiär vor einem lag. Und das ist was du auch immer mit erzählst. Nicht immer ist jetzt Quatsch, aber du erzählst es und wiederholt, und in diesem Buch gibt es lange, interessante und natürlich auch amüsante Passagen, die die Familiengeschichten der ProtagonistInnen, die so knapp unter deinem Alter sind, würde ich mal sagen, und es ist eben nicht nur ein Generation irgendwas, wie auch immer man diese Generation nennen mag, wenn man sie überhaupt irgendwie nennen mag, sondern es ist auch es gibt lange Passagen, die diese Protagonistin erdet, in auch mal wieder dem Irrsinn, dem sie entsprungen und in Teilen auch entkommen sind. Und deswegen die Frage Familie. Ich habe schon erwähnt, deine tolle Familie ist hier. Und Familie, zum Glück nur die tolle. Und was bedeutet dir Familie und warum ist es dir wichtig, auch in deiner Arbeit immer sozusagen auch in die Vertikale zu gehen? Das ist, glaube ich, das Interessanteste, was man zu bieten hat. Also auch das, was einen im Leben am meisten interessiert. Also ich meine, das ist gut belegt und bewiesen psychologisch, dass das, was alle Menschen am allermeisten interessiert, das sind sie selbst.
also Fotos von sich selber oder beim Skypen guckt man die meiste Zeit auf das kleine Bild, wo man selber drauf ist. Und die Familie ist ja einfach eine Erweiterung dieses Selbst. Also man hat ja so ein kollektives Selbst auch als Familie. Die Familie hat ein Selbst, kennt man, wenn man bei den eigenen Eltern dann ist, dann ist man ja ganz anders als sonst, im Guten wie im Schlechten. Also man ist da sehr flexibel. Und diese, wie Familien einen prägen und auch auf einen draufsitzen und Familien unfassbare Macht. Also was Familien für eine Macht haben und was auch Narrative, die in Familien erzählt werden. Wir sind ja nun folgendermaßen, und bei uns war das so und so. So ein Narrativ mal umzustürzen, durch anderes zu ersetzen, genau, macht einen wahnsinnigen Lärm und unglaublichen Radau, da wird Porzellan und Glas zerschlagen. Das ist hochinteressant. Man kann Menschen, glaube ich, gar nicht verstehen, ohne diese dritte, diese zeitliche Tiefendimension. Und da spielt die Familie immer eine Rolle, weil irgendwann hast du jeder mal als Kind angefangen, da wird es irgendwelche Eltern gegeben haben. Man muss sich ja nicht als Freundin outen, das ist ja ein idiotischer Begriff, aber wir sind befreundet und auch ich habe dieses Buch gelesen und man liest ja Bücher von Freunden immer so ein bisschen mit angehaltenem Atem, wird es mir überhaupt gefallen, und wenn es einem gefällt, denkt man, wird es jetzt vielleicht doch irgendwie blöd, noch im letzten Drittel, auf den letzten so, und dieses Buch, das kann ich wirklich sagen, wird nie blöd. Ist also blöd im Sinne von falsch oder irgendwas. Man, es hält auf jeder Seite, was die vorherige Seite versprochen hat. Und du bist das als Mensch hast du manchmal etwas Sprödes und was Schwieriges und was Apodiktisches und und das Interessante ist, dass dieses Buch jeder Mensch, das haben ja alle, wir haben unsere guten und schlechten Seiten, und in diesem Buch findet man, das jetzt klingt wahrscheinlich ein bisschen doof, ich meine jetzt nicht den guten Dietrich, sondern es ist so ein bisschen alles, was an ihr toll ist, mal schlecht kennenlernen. Dann bündelt sich in diesem Buch, und was ich mich frage, ist, wie sehr der zynische, der apodiktische, der auch manchmal rechthaberische Dietrich sich derart, also musstest du dich im Zaum halten, oder ist es so, dass du als schreibender Künstler oder überhaupt, wenn du künstlerisch tätig wirst, quasi wie in eine andere Sphäre wechselst, also also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber in sowas eher Gebendes. Also dieses Buch ist so, dass es seinen Lesern wirklich was geben will. Und da ist eine riesige Portion Dietrich drin. Und klar, es ist auch eine riesige Portion Dietrich und wie er die Welt sieht drin. Aber es ist völlig frei von jedweder Rechthaberei, Belehrung und auch, ganz ehrlich, frei von jedweder Ideologie, die gar nicht mal lachen, weil es ist ein ganz interessanter Punkt und es macht auch genau die Qualität dieses Buches aus. Und mich interessiert sehr, wer dieser schreibende Dietrich, also wer der schreibende Dietrich ist, ist klar, aber wer dieser, gibt es sowas, ein schreibendes Ich, das sich dir anverwandelt oder dem du dich anverwandelst? Das ist dasselbe, das Rede. Ein Buch ist einfach ein Monolog. Also 490 Seiten langer Monolog. Also, das passiert. Wenn du mich mal ausreden lässt, dann passiert dann sowas. Ne? Ja, man ist ja beim Schreiben noch intelligenter als beim Reden. Ist ja tatsächlich so. Also, ich schreibe dann immer Sachen und die vergesse ich dann, und Jahre später lese ich. Wow! Und jetzt sitze ich dann irgendwo und rede und, ach Gott, wenn man Interviews gibt, sind die dann hinterher redigiert. Also, entweder der Journalist, der das jetzt irgendwie verschriftlicht hat, ist ein völliger Idiot, oder sein Gesprächspartner war, also ich war ein völliger Idiot. Also, das ist furchtbar. Und dann kommt man einfach mal reden nicht auf den Punkt und hört dann so Leute, die öffentlich so richtig gut reden können, und denkt sich, ja, so wäre ich gern. Nee, gut, dann schreibe ich halt lieber. Also, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, sorry. Ja, du redest ja auch viel, ne? Ich schreibe ja auch Bücher. Nein, okay, und jetzt kommen wir zu einer Passage, das ist dann auch schon die letzte, zu der auch diese Frage gerade gehört hat, die sich nämlich sehr intensiv damit beschäftigt, wo also die in die Bereiche geht, wo
Ideologie das ist, was man sich gegenseitig um die Ohren schlägt. Und auch das, das werden wir jetzt hören, auch das schaust du dir an. Und es ist, wie ich schon vorhin sagte, dass du, also in jeden Irrsinn begibst du dich rein und irgendwie kommst du immer auf der anderen Seite des Irrsinns mit irgendwas raus, was nicht mehr irre ist. Ja, genau. Also vielleicht zur weiteren Dramaturgie des Abends. Ich lese jetzt noch eine kleine Passage und dann gibt es noch ein kleines Multimedia 3D Virtual Reality Smartphone Happening mit Publikumsbeteiligung. Das hat mit dem Buchumschlag zu tun. Der Künstler ist anwesend, hat sich gerade ein Bein geholt. Da werden wir auch noch zu seiner Arbeit befragen. Und dann war es das schon. Danach ist Essen, Trinken, Rauchen oder vielleicht auch Essen, weiß ich nicht. Gut, wir sind hier jetzt auf der...